bisschen vorsichtig, eher unten bleiben. Ja. Hallo und Grüße aus der Salzgegend. Ich bin Frater dabei, neben mir sitzt Asrael, der immer noch kein Sprecher hat. Ja, und wir machen uns heute auch auf den Hohenstein als Tour am Abend und vielleicht werden wir dann gute Bilder mitbringen. Werden wir sehen, oder? War nicht. Ja, und dann nehmen wir euch einfach mit, weil wenn wir nämlich nicht losgingen, bringen wir sicher keine Bilder mit. Den aufmerksamsten Zuschauern wird nicht entgangen sein, dass wir uns, obwohl wir gesagt haben, dass wir auf einen Berg steigen wollen, flussabwärts bewegen. Findet den Fehler, Asrael. Kirchberg P in 45 Minuten. Schau, da kennt man zur Mariazellerbahn. Und da geht's auf den Hohenstein angeschrieben in 3 Stunden, Asrael. Aber schau, da muss es ein Bier geben. Da gibt's ein Messer und eine Gabe. Ein Tapet gibt's auch. Da war sogar ein kleiner Parkplatz, schau. Genau, ein Auto. So ja, zum ersten Mal wird das Ziel des heutigen Abends sichtbar. Der Stein da oben. Oje, müssen wir umdrehen. Warum müssen wir umdrehen? Ja, tu es. Ach so, ich werde ein Geheimnis verraten. Das Türchen geht auf. Ein geheimnisvoller Mechanismus. Asrael, sehr großzügige Definition von fast oben, ist von dem Wunsch getragen, dass er da dann passieren darf. Asraels Liebe zur Fotografie hat ja signifikant zugenommen, wie er festgestellt hat, dass er da nämlich eine Pause kriegt. Nein! Doch! Oh. Der eine. Schreit nach einer Pause. Und dann spenden wir ihnen noch was. Schau, da ist der Bieröffner. Stefan, das ist ja. Also, mach einmal. Diese gute Tat kann nicht unbelohnt bleiben. Ja, da schon mal was trinken, dann werden wir da was geben. Das ist verständlich. Großes Dankeschön, wer immer das macht und auf Vertrauensbasis. Es möge dreifach vergolten sein. Ach, und trink. Pure Fruits, Johannisbeere gespritzt. Das zischen wir uns jetzt. Ah! Gut. Na, Mahlzeit. Prost. Ja, unerwartet gelabt. Schreit man mit frischen Kräften voran. Es ist nur mehr die Frage, wohin, gell? Ja, wir haben inzwischen über 200 Höhenmeter geschafft, das merkt man auch. Der Berg schaut lange nicht mehr so hoch aus. Da vorne das Häuschen. Das trägt, glaube ich, eine rot-weiß-rote Markierung. Ja. Da hinten den Rücken, da sehen wir den Eisenstein. Da drüben ganz nach Kirchberg in den Ort hinein. Und in unserer Richtung nach rechts geht es am Hohenstein hinauf.
Also nach unserer Erfahrung von vorhin stellt uns diese mysteriöse Konstruktion da vor keinerlei Hindernisse mehr. Schau. Ja, jetzt platt ist nicht so. Bin ich auch nicht. So ist in 45 Minuten Hohenstein in 1 3/4 Stunden. Ja, sag was zum Weg, Asrael. Und dabei kann ich mich nicht, ich meine, ich kann mich nur beschweren, aber nicht ernsthaft. Es bringt noch nichts, gell? Ein echtes Hochgebirge. Der Ötscher. Der Ötscher, richtig. Da machen wir ein Foto. Ja, mach das. Nur einmal so ein Türl. Schau. Na ja, schau, da drüben darfst du noch aufhampeln. Ja, schau, so da gar nicht mehr so schlimm aus. Ja. Da ist ein bisschen Schnee drin und zwischen die Fösen. Hm? Selbstverständlich, wir gehen auch ein bisschen durch den Schnee auf. Schau mal, jede Menge Gegend. Es schaut so aus, als ob da gar keiner wohnt. Hm? Also Asrael genießt die Aussicht vom schönen Grabenspitz. Ein paar Kömmlinge würden da drüber steigen. Wir machen das Ganze wesentlich billiger. Ja, wenn man auf der Wiese ein bisschen downer geht, sieht man jetzt wirklich einen schönen Ausblick auf den Hohenstein hinauf. Und auf die untergehende Sonne bin ich gespannt, ob wir das schaffen, dass wir noch, bevor die Sonne unten ist, oben sind. Ja, da unten heißt es eben Wiesen, warum wohl? Oh, er ist auf dem Baum ein Schild und da steht Ebenwiese. Schnee erwartet uns. Hast du eine Tourenski mit? Ja, unbedingt. Ja, inzwischen ist der Untergrund ziemlich teigig geworden. Der Schlamm ist natürlich dem erst unlängst weggetauten Schnee geschuldet. Sei vorsichtig. Eher unten bleiben. Was sind wir herum? Ein Blick auf St. Pölten haben wir schon. Aber es sind immer noch ca. 40 Höhenmeter. Jetzt hast du es gleich. Ja, das Jahndenkmal ist nicht der Gipfel, aber ein wunderbarer Aussichtspunkt. Da geht es ordentlich runter. Schau da, genau, Gipfelkreuz, Hütte und die Kamera sieht so gut wie nichts. Ja, hinter der Hütte Notraum. Ich nehme mal an, er wird geöffnet sein. Ja, tatsächlich. Schau mal, ob es noch weiter geht. Ja, geht es noch weiter. Ja! Du musst einmal schauen, ob da noch voll ist. Da ist noch eins. Nein. Na, vielleicht ist noch was. Alles ist da. Bitte. Ein Stiegi, Alter. Also das Geheimnis ist natürlich für Asrael offenbar in diesen Kühlboxen da drinnen. Da ist Bier. Also, wir werden
Bestimmungsgemäß haben wir einmünzen. Da darfst du heute ordentlich ausrauchen, wenn wir 20er. So, passt so. So, jetzt fühle ich mich beim Mampfen und beim Saufen. Man muss einfach deine Kernkompetenzen ein bisschen hervorbringen. Wir sitzen also da jetzt nochmal drum im Winterraum von dem Otto Kandler Haus. Der ist sehr gastlich und sehr großartig. Den haben wir auch vorbildlich wieder hinterlassen. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen, der seinen Winterraum benutzt, macht es auch. Freut sich nämlich, weil der auch vorbildlich vorgefunden wird. Wir wollten eigentlich über den Löbelgraben wieder zurückgehen. Das werden wir auch durchziehen. Im Abstieg, den wir jetzt wählen, da habe ich einen Teil davon schon mal gezeigt, nämlich vom Freisenthaler Rundwanderweg. Vielleicht verlinke ich das Video da oben. Ja, das, bitte, das, geh auf Profi. Ja, sicher fühle ich mir das. Ich würde dein Versagen festhalten. Auto steht im Tor. Sag einmal, kommt mir das ins Wur, da hat das fast Nebel reißen. Da hast du eh den Wegweiser. Nächtlicher Abstieg, vielleicht dokumentieren wir zumindest ein bisschen was. So ist über den Löbelgraben in 2 Stunden. Das klingt vielversprechend, den machen wir. Also noch mitgenommenen Cash. Hervorragend. Ah, die Location, warum nicht? So, ja, beim letzten Mal haben wir gute Ausreden gehabt, dass Azrael ja leider seine Stirnlampe zerbröselt ist. Diesmal sind die Ausreden weniger gut, weil er hat nämlich erstens zu wenig Akkus und zweitens einmal andere als er sonst verwendet damit. Azraels Stirnlampe bleibt leider dunkel noch ungefähr, na, gute 300 Meter sind wir weit gekommen, oder? Deswegen hat er jetzt nämlich auch mein Handy, weil seins ist nämlich zufälligerweise leer. Das spendet ihm jetzt für diesen doch ziemlich alpinen Abschnitt noch ein bisschen Licht. Später kassiere ich es dann eh wieder ein, falls er mir bis dahin nicht am Schädel gehabt hat. Sehr viel zum Sehen gibt es nicht, außer, schau, Abzweigung, Dürnitz, Schrambach. Wir müssen noch so ist über den Löbelgraben. Es wird ein langer Aufstieg. Nächtens gut zu sehen, Dreisenthaler Rundwanderweg 655 ist zu erahnen. Schau. Das gehört einmal neu angemalt oder mit einem neuen Tafel versehen. Ja. Die Abzweigung ist davor markiert. Durchgang, siehst du das? Bitte da schließen, danke die Forstverwaltung. Was steht da? Da steht so ist über den Löbelgraben. Ein bisschen Windschief zwar, aber ein Tafel. Da waren wir schon. Günstig, gell? Da ist nochmal aufgemessen. Ja, da müsstest du nochmal was leisten. Ruf das Bett. Das wird lauter. Na, oben wird es ein Bett geben. Vielleicht wird es wieder auf. Tja, die Bemühungen von Azrael, da jetzt mit dem Schnee seine Schuhe zu säubern, ich glaube, das sind nicht von Erfolg gegangen gewesen. Schau, da gibt es eine Markierung, wir müssen da ins Bachbett. Kann man da schlafen? Das ist fett. Du hast mir erklärt, das macht ja gar nichts. Ne? 2 Runden vorher angekommen, 3 Runden vorher angekommen, vollkommen wurscht. Weil der Flatter fährt nämlich. So ist Kirchberg an der Billach. Maria Zeller Bahn. Schaut da günstig aus, schon. So ist. So ist. Das ist die Kamera von dem Bahn, den ich da. Da schaut er die Wurzel an, Löwe Wurzel. Das kann ich aufhängen, oder? Ja, schaut da drüben nur einmal. Da können wir uns simultan aufhängen. Hohenstein Löbelgraben und inzwischen die 2,5 Stunden ist, wo wir herkommen. Das ist sehr günstig, das heißt, wir sind unten. Gescheitsattel in 1,5 Stunden und Hohenstein in 3,5 Stunden, wenn wir durchs Tal durchgegangen waren. Na, servus. Das hat immer geblieben. Ja. Hast du die Schnauze voll? Jetzt habe ich gerade ein bisschen diesen Auto voll. Das ist 1930, willkommen bei der Zeit im Bild. Ich fotografiere das jetzt wieder, versucht diese Herzläufchen da im Supermakro aufzunehmen. Erwartungsvoll sitzt er da, ich weiß ja ganz genau warum. Du weißt nämlich schon drauf, dass du einen eigenen Strichel aufgibst.